Herzlich willkommen beim sechsten Teil unserer zwölfteiligen Serie, die größten Fehler im Verkaufsgespräch, aber auch im Verkaufsprozess. Und heute geht es um etwas, was ganz streng in Europa kontrolliert wird und weltweit auch immer brisanter, aber auch wertvoller wird. Man sagt, das neue Öl sind Daten und darum geht es in diesem Teil. Sicherlich hast du schon Kontakt gehabt mit der Datenschutzgrundverordnung oder vielleicht hast du das Wort Big Data gehört. Also Daten werden immer wichtiger, aber auch immer brisanter, diese zu speichern und zu erheben. Du kannst längst nicht mehr jede E-Mail-Adresse anschreiben, die dir über den Schreibtisch fliegt oder im Internet zu recherchieren ist. Du brauchst also hier Voraussetzungen. Aber noch viel wichtiger sind diese PBD, diese personenbezogenen Daten. Was meine ich damit? Als ich mich damals selbstständig gemacht habe, wie im letzten Teil erklärt, hatte ich eine große Datenbank, habe mit vielen Menschen mich unterhalten, um dann Produkte oder Geschäftsangebote oder andere Dienstleistungen zu vermitteln. Und was mir leider immer wieder am Anfang passiert ist, weil ich diesen Fehler gemacht habe, ist, dass ich jemanden angesprochen habe, angerufen habe, Mensch, Herr Müller, wie geht's Ihnen? Ja, Sie waren im Urlaub, wie geht's Ihrer Frau? Dann sagte Herr Müller, Herr Schäfer, ich habe Ihnen letztes Mal schon gesagt, dass meine Frau kürzlich verstorben ist. Dann habe ich Herrn Lehmann angerufen und zu einem Geschäftsessen eingeladen, und zwar zu einem Inder in seiner Nähe seines Geschäfts. Was sagte Herr Lehmann? Herr Schäfer, wir waren doch letztes Jahr schon beim Inder und ich habe Ihnen gesagt, dass ich indisch essen überhaupt nicht ausstehen kann. Ich stehe eher auf spanisches Essen. Diese beiden Fehler haben mich eins gelehrt, dass es sinnvoll sein kann, zu den Menschen, mit denen man in Beziehung ist und zu den vielen hunderten bis tausenden Menschen, mit denen man möglicherweise in einem geschäftlichen Verhältnis agiert, sich Daten zu notieren. Und zwar Daten zum Lieblingsessen. Daten, wie ist die persönliche Situation? Ist er verheiratet, verwitwet, geschieden? Ja, ist die Frau, wie in dem Fall von Herrn Müller, vielleicht kürzlich gestorben? Wann war er im Urlaub? Wo will er hin im Urlaub? Wie ist die private Situation, die finanzielle Situation oder auch andere Themen und Leidensdrucknöte, die Menschen haben, die elementar sind, um den anderen abzuholen, um eine Beziehung aufzubauen, aber auch überhaupt zu erkennen, ob der andere überhaupt ein Problem hat, was du lösen kannst. Was bedeutet das nun für das Tagesgeschäft? Ich habe mir angewöhnt, eine Vorlage zu machen, damals tatsächlich noch ein Word-Dokument, was ich ausgedruckt habe auf DIN A5 und habe das dann manuell ausgeführt. Heute bieten das auch die CRM-Systeme an, das digital zu machen. Und auf diesen Karten, klar, steht der Name drauf, die E-Mail-Adresse, die normale Adresse und vielleicht das Geburtsdatum. Aber ich habe mir noch weitere Daten notiert, zum Beispiel das Lebensalter, Geburtsort, vielleicht die Nationalität, auch ganz wichtig, kultureller Hintergrund, wie viele Kinder hat er, auch vielleicht sogar die Namen der Kinder, denn es gibt ein Sprichwort, was bedeutet, wenn du die Namen der Kinder deiner Kunden kennst, wirst du niemals arbeitslos sein. Aber ich habe mir dann auch vorliegend, wie bei Herrn Lehmann, das Geschäftsessen, kein Indisch notiert. Ich habe mir aber auch notiert, was ich ausgeliehen habe, Bücher oder welche Empfehlungen ich ausgesprochen habe für Trainings, Seminar, Coaches oder andere Dienstleister, weil das immer wieder Punkte sind, um auch wieder in einen Kontakt einzutreten, gerade wenn man sich länger nicht gesehen hat. Aber sicherlich macht es auch Sinn, wenn du Dienstleister bist, wenn du Gewerbetreibender bist, dir auch Gedanken zu machen oder Handwerker bist, welche Probleme könnte der andere haben, die du lösen kannst. Und auch das macht natürlich Sinn, sich das aufzuschreiben. Wie schön ist es dann, wenn sich jemand bei dir meldet und ich sage, guten Tag, ich habe ein paar Versicherungen, die müssen weg, sondern wenn sich jemand meldet und sagt, Mensch, Herr Müller, Sie haben gerade hier auf meiner Webseite einen Eintrag gemacht, dass Sie dringend Angebote brauchen, sowohl für Ihre Fahrzeugversicherung als auch für eine private Krankenversicherung. Deshalb rufe ich heute an oder deshalb hatten wir ja schon mal Kontakt und ich melde mich einfach nochmal, ob Sie eine zufriedenstellende Lösung haben. Nein, das haben Sie nicht. Sie haben auch gesagt, Sie haben zwei Kinder, wollen bald heiraten. Nun, dann sollten wir uns mal unterhalten, ob eine gesetzliche oder eine private Versicherung für Sie besser ist. Oder vielleicht sogar eine Zwischenlösung, eine hybride Lösung, gesetzlich basisversichert mit einer zusätzlichen privaten Versicherung. Wann passt es ihm besser, wann wollen wir uns unterhalten? Also nichts Schöneres, als wenn ein Verkäufer anruft und dein gesamtes Leben mehr oder weniger in dem Segment kennt und weiß, was deine Probleme sind und er als Verkäufer oder du als Verkäufer, wenn du kontaktierst, anrufst, E-Mail schreibst, Landingpage machst, Content produzierst, du bist ja der Spezialist für die Lösung. Von dir wird also erwartet, dass du gute Lösungen entwickelst, die wirklich passen. Und passen kann es beim Menschen nur in seiner Welt, wenn du die auch kennst, wenn du also die Probleme kennst. Deshalb gehört in dieses personenbezogene Datenblatt immer auch die Probleme, die Sorgen und Nöte und auch die negativen Erfahrungen mit den Mitbewerbern hinein.
Also jetzt verstehst du vielleicht so ein bisschen mehr, weshalb die Daten das neue Öl von morgen sind, weshalb Big Data so wichtig ist, weshalb du bei Facebook oder wo auch immer Remarketing-Anzeigen siehst, wenn du vorher in einem Shop warst und nicht gekauft hast. Das ist letztendlich heutzutage schon digitaler Standard. Und wichtig für dich ist es, dass in deinem Unternehmen auch Standard wird, egal ob es offline oder online sein wird. Aber achte natürlich darauf, wo du deine Daten ablegst. Das sollte dann nicht dann die Excel-Datei, weiß nicht, in der Dropbox oder in anderen Dingen sein, die vielleicht gehackt werden können und schon gar nicht überall diese Listen rumliegen lassen. Also achte hier auf den Datenschutz, aber versuche so viel wie möglich persönliche Daten abzubilden. Die Profis, die großen Listen, mit denen ich auch arbeite, da steht viel mehr drauf als das, was ich bisher erzählt habe. Die Profis arbeiten mit viel mehr Themen noch auf der Liste. Die schreiben sich nicht nur auf, was die Kriterien, was die demografischen Merkmale, also Alter sind, sondern die arbeiten auch mit den Daten aus der Laufbahn, aus der persönlichen Biografie heraus oder mit welchen Menschen sie in Kontakt sind, wo sie, in welcher Stadt sie leben. Natürlich aber auch mit den Hobbys, mit den Urlaubszielen, mit den Interessen, die die Menschen haben. Und wenn du noch tiefer gehen willst, kannst du sogar auch dir die Persönlichkeitsmerkmale auch abbilden. Ich schreibe mir immer auf, ob ich einen Typ habe, der direkt oder indirekt ist, der menschenbezogen ist oder der eher sachbezogen ist. Ich schreibe mir immer auf, ob jemand sofort zur Sache kommen will oder ob er erstmal plaudern will. Das alles hat natürlich immer Einfluss auf mein Telefongespräch oder auf mein Verkaufsgespräch. Denke aber auch dran, zu all diesen Daten auch dir Backups anzulegen, denn wie schnell ist meine Festplatte kaputt oder auch mal eine Wohnung oder Büro ausgeraubt oder abgebrannt? Also, was das wirklich Wichtigste ist, dann deine Kontaktdatenbank auch zu sichern, zu safen, am besten vollautomatisch, dass es, wenn es digital läuft, regelmäßig gemacht wird. Wenn du dabei Unterstützung brauchst, deine Kontaktdatenbank also nicht nur als technische Wiedervorlage anzulegen und die Sequenzen und die Automatisierung einzurichten, sondern wenn du auch herausfinden willst und abbilden willst, was tatsächlich wichtig ist für deine Zielgruppe, aber reden jetzt nicht nur von Kunden, sondern von Multiplikatoren, Geschäftspartnern, Weiterempfehlern, Schlüsselpersonen, all diese Menschen brauchen dann auch ein spezifisches Datenblatt, was du genau wissen willst. Zum Beispiel bei Unternehmern macht es Sinn oder Unternehmen auch andere Daten zu erfassen, wie viele Mitarbeiter, wann gegründet, wie viel Stammkapital, wie ist die Liquiditätssituation, wie viele Investitionsbudgets stehen pro Jahr zur Verfügung und. Dann kannst du auch das für Unternehmen abbilden. Und wenn du dabei Unterstützung brauchst, mach gerne jetzt Gebrauch vom kostenfreien Erstgespräch. Unter dem Video findest du den Link und unsere Berater helfen bundesweit in Videokonferenzen dein Konzept zu erstellen. Denn das hier ist erst der Anfang davon, dass du tatsächlich wie ein Blumentopf auch einen großen Baum, einen großen Unternehmensbaum auch entstehen lassen kannst. Hast du einen zu kleinen Blumentopf, ein kleines Wiedervorlagesystem, einen kleinen Datenstand, dann wirst du auch nur kleine Umsätze machen und geringe Reichweite abbilden. Also, buche jetzt gerne den Kanal, das kostenfreie Erstgespräch. Vergiss nicht, die Glocke bei YouTube zu betätigen, dann wirst du auf den nächsten Kanal, auf die nächste Veröffentlichung dann auch hingewiesen. Und ich wünsche dir nun viel Erfolg bei deinem personenbezogenen Datensystem, was angepasst und auch zugespitzt auf deine Zielgruppe, auf deine Unternehmensstruktur ist. Dein Daniel Schäfer.